Willkommen bei Freischnauze XXL. Improvisation im Übermut. Wer hier freiwillig mitmacht, der geht gern zur Wurzelbehandlung oder macht Bungee-Jumping ohne Seil. Und hier sind sie, meine vier Extreme-Comedians. Hier ist Barbara Schöneberger, Caroline Gebekus, Oliver Welke. Friedrich, ein neues Gesicht auf unserer Couch. Ja, ich freue mich. Bist du aufgeregt? Total. Herrlich. Immer. So soll das sein. Was viele nicht wissen, meine Damen und Herren, Paris Hilton hat eine weitere vergessene Schwester. Sie ist die zweitreichste, zweitdümmste, zweitgeschmackloseste Prominente der Welt, Kairo Hilton. Und die spielst jetzt Kairo du, Hilton. Caroline. Nein, du bist, ja, Caroline, Kairo. Du bist Kairo Hilton und Lars nimmst du auch gleich mit. Ja, der ist jetzt nicht Paris. Nein. Pass auf, Kairo Hilton hat jetzt nicht ihren fiependen Chihuahua dabei, sondern sie trifft auf einen entnervten Schuhverkäufer. Ach so. Okay. Mit so einem Burnout-Syndrom, so einer Art El Bundy. Ui. Ja? Ja, okay. Ihr zwei trefft euch jetzt im Schuhladen, aber das wäre natürlich eigentlich viel zu einfach. Ihr spielt das Ganze jetzt abwechselnd satzweise von A bis Z. Gell? Schuhladen, ne? Kairo geht Schuhe kaufen. Kairo Hilton. Ja, okay. Viel Freude. Ja, klar. Können wir mal gucken. Armani, habe ich gesagt. Oh, beinahe richtig. Ich muss mal gucken, ob wir die noch haben. Ansonsten Champagner gibt's auch nicht, oder wie? Dürfen wir nicht. Einfacher Laden hier. Mhm. Ja, Familiengeschäft, nicht? Also Mama, Papa, alle arbeiten hier. Mama, egal. Ich bin allein. Gucci vielleicht? Gucci-Schuhe? Gucci. Gute Wahl! Gute Wahl! Gucci haben wir da. Hier. Das sind doch gute Ski. Die sind aus Schlangenleder. Ja und? Ist doch egal. Oder nicht? Kairo Hilton? Trägt keinen Schlangenlederschuh. Luder! Luder! Tja, setz mich doch jetzt mal hin hier, Menschenskinder. Dann probieren wir einfach mal ein paar Sachen aus. An. Mein Schuh hätte ich gern noch mal in Rot. Nicht da. Oh nee, ich habe doch extra das rote Kleid, wo ich keine Unterhose drunter anziehe und da hätte ich die roten Schuhe gebraucht. Hm. Pralinenrosa haben wir da im Angebot. Zum Beispiel hier so. Das ist Pralinenrosa. Zieh sie da nochmal an. Ganz toll. So, aus damit. Geht schon. Es ist nicht. Quacksalber, sie! So wie es aussieht, ist es nicht. Was war das jetzt für ein Buchstabe? Nee, das war jetzt einfach noch eine Ergänzung zu dem, was ich davor gesagt habe. Quacksalber. Was ist das? Ja, Rock'n'Roll! Mädel, setz dich hin hier, los! Zieh die Schuhe aus und... Scheiße, ohne rote Schuhe! Toll, toll. Dann machen wir eben was anderes. Dann holen wir einfach rosa Schuhe und malen die rot. Ne? Farbe haben wir ja da. Das ist eine Unverschämtheit. Von wegen. Ist wunderbar. Hier, ich male die gerade an, rosa. Ne? Wenn Sie wüssten, wer meine Eltern sind. Und ich das auch wüsste. X-beliebige Person, nehme ich mal an. Jolante und Dietmar heißen die. Zur Tür.